Hallo, mein Name ist Sebastian. Willkommen zum Mastery Video 1, das goldene Rechteck in der Reihe zum goldenen Schnitt. Du benötigst für dieses Video ein Geodreieck, einen Bleistift und einen Zirkel sowie ein paar Blatt Papier. Drücke auf Pause und richte dir die benötigten Materialien her. Aber was ist nun ein goldenes Rechteck genau? Wenn wir uns den Parthenon aus dem Einführungsvideo nochmal ansehen, dann bemerken wir, dass hier die Breite des Gebäudes A und die Höhe des Gebäudes B im Verhältnis des goldenen Schnittes zueinander stehen. Das heißt für uns, bei einem goldenen Rechteck stehen die Längen der Seiten A und B im Verhältnis des goldenen Schnittes zueinander. Nun meine Aufgabe für dich. Konstruiere aus dem angegebenen Quadrat mit der Seitenlänge von 5 cm ein goldenes Rechteck. Überprüfe danach dein Ergebnis mittels der Verhältnisgleichung. Drücke nun auf Pause. Wenn du einen kleinen Tipp brauchst, warte ein paar Sekunden. Mein Tipp für dich: Benutze die äußere Teilung aus dem Basic 2 Video. Hast du es geschafft, ein goldenes Rechteck zu konstruieren? Wenn du mit der äußeren Teilung vorgegangen bist, dann hast du einfach die untere Seite verlängert und den Punkt B mit Hilfe der äußeren Teilung konstruiert. Danach musstest du nur noch das Rechteck fertig zeichnen. Und denk daran, wenn dein Teilungsverhältnis in der Nähe von 1,6 ist, dann bezeichnen wir die Konstruktion als gelungen. Ich hoffe, dich im Mastery 2 Video zur goldenen Spirale wiederzusehen.